Willkommen bei Kokosnuss und zurück zu Tears of the Kingdom. Warte, das ist ein Schrein. Ah, aber den haben wir schon gemacht. Da muss ich die Markierung auf der Karte wieder wegmachen. Wo ist die Markierung? Ah, die blaue Markierung habe ich hier hingesetzt, weil ich da irgendwas gefunden habe. Okay, dann ändere ich das mal zu, keine Ahnung, irgendein Totenkopf. Okay, und was jetzt sehr spannend ist, was ist hier drinnen? Ich kann mir eine Lore bauen, oder? Ja, Ultrahand, du bist wieder da. Einmal drauf. Katsching. Und dann nehme ich mir... eine Turbine. Einmal verbinden. Sehr nice. Und dann natürlich nehme ich mir noch eine zweite. Wer macht das denn nicht? Ah, und natürlich nehme ich mir noch eine dritte. Schön auf die erste hier drauf. Und natürlich nehme ich mir noch eine vierte. Es gibt keine vierte. Es gibt keine vierte. Warum gibt es keine vierte? Egal. Wir nehmen einfach alles. Machen das noch dran. Ah, ist falsch. Wie cool, dass nicht alles perfekt ist, weil... muss man auch selber irgendwas gut machen. So. Das geht... hallo, hallo, hallo. Das geht hier dran. Mr. Lorentransport auf die Schienen. Okay. Und ich habe gesehen, man kann den Stein noch nehmen. Und den irgendwo hin tun. Aber was soll ich damit? Entdeckt. Minenhöhle. Ich mache den Stein hier vorne hin. Irgendwie als Schutz. Okay, los geht's. Nein, die ganzen Samen. Oh, wie dunkel. Yo. Ich wollte erstmal die Samen einsammeln, aber gut, dass wir diesen Waggon haben. Ich hätte überhaupt nichts gesehen. Was machst du hier? Ja, es ist finsterer als in den Höhlen. Ja, ich hab Leuchtsamen. Wie cool, dann können wir den Weg erhellen. Boah, wie dunkel das hier ist. Pfeil. Und Leuchtsam, Leuchtsam, wo bist du? Ich möchte nicht diese große hier nehmen, weil die sieht irgendwie besonders aus. Wo sind die Leuchtsam? Ah, hier. So. Oh, schon viel besser. Wie cool, diese Tropfsteine. Schwitzen. Oh, mein Bogen ist kaputt. Oh, hier sind Kristalle. Das Doof ist aber, dass ich wieder keinerlei Keule habe, um das kaputt zu machen. Ich habe dieses Fass, aber das bringt doch nichts, oder? Oder? Nö, bringt nichts. Naja. Ui, Konstruktbogen. Wie cool die Bögen aussehen. Besonders der alte Holzbogen. Aber das ist schlecht, deswegen nehme ich den nicht. So. Licht. Oh. Licht? Oh. Man muss das ja immer wieder auswählen. Ui. Oh, wie gern hätte ich jetzt so eine Keule mit Stein, dass ich die ganzen Juwelen bekomme. Oh. Aber naja, dann nicht. Was ist hier? Oh, wieder habe ich nicht ausgewählt. Was ist das? Ein Schmied? Sonanium? Sonau-Energiesphäre. Sonau-Energiekristall. Ah, hier werden also aus Sonanium Materialien hergestellt. Ah, die linken ist für Batterien wieder mit Energie zu befüllen. Und die dienen zur Herstellung von Batterien. Das ist sehr cool. Was ist damit? Kann ich kaufen für eine neue Währung? Das ist interessant. Kristalle. Ich muss hier unbedingt mal hinkommen, wenn ich irgendwie...
was zum Erz abbauen habe. Was ist das? Kann ich hier einfach lang? Ich habe hier keine Turbinen. Was ist das? Kann ich das nehmen? Ich kann das nehmen! Ja! Gratis? Oh, wie nett. Okay, danke sehr. Das nächste Mal nehme ich meine Kapseln mit. Okay. Ich mache jetzt mal einen dreifachen Wagen. Drei hintereinander. Boah, das wird cool. Aber warte mal. Hier ist ja... Warte, nicht werfen. Synthese, Synthese. Ja, ich habe jetzt einen Hammer. Oh, Sonanium. Hier bekomme ich die Währung. Ich dachte, irgendwelche besonderen Erze, aber das ist nur Sonanium hier in dieser Mine. Cool, damit kann ich das alles gleich kaufen. Und weil hier diese Steine anscheinend sehr besonders sind, mache ich mir noch einen zweiten Felsbrocken. Eine Kröte, ui, die war unter dem Stein. Okay, das war genug Sonanium. Soll ich noch zurückgehen, um das Restliche mitzunehmen? Nee, lieber nicht. So, ich hätte gern alles. Kann ich alles mitnehmen? Nee, ich brauche 30 für alles. Wie cool, man kann jetzt sehen, die benötigte Menge dafür. Ja, ich nehme hier erstmal 15 mit. Und hiervon... Die sind günstiger, oder? Nö. Und hiervon nehme ich 5 mit. Ah, das sind sogar alle. Okay, danke sehr. Also. Ich habe jetzt Material. Muss ich dann einfach hier hingehen? Ja! Dann ist es jetzt auf dem Boden und ich kann es benutzen. Nee, nicht Synthese. Nicht Synthese, sondern Ultrahand. Mir fehlt nur noch Deckensprung. Zeitumkehr. Und dieses, wo ich Fahrzeuge speichern kann. Aber das ist nicht so wichtig. Okay, los geht's. Oh, was habe ich getan? Das ist viel zu schwer. Das funktioniert so nicht. Ab, 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 ab. Ah, okay, jetzt klappt's. Plötzlich klappt's, obwohl ich nichts gemacht habe. Okay, ich habe die abgemacht. Nee, doch nicht. Okay. Hui. Wie cool, ich war einfach Achterbahn. Wenn man das umgekehrt machen würde, also von oben nach unten, wie schnell das dann wäre. Cool. Link dreht sich immer in die Kamera. Cool. Nein. Es darf nicht wahr sein. Nein. Die Energie reicht nicht. Das Ding muss weg. Das muss weg. Weg damit. Schmutz. Das muss auch weg. Oh, das war knapp. Die Energie ist fast leer. Hallo, Rauru. Oh, jeden Morgen und jeden Abend ist aus dem Tempel der Zeit eine Zeitglocke. Okay. Cool. Wusste ich gar nicht. Ah, vielleicht war das das Geräusch, was ich bemerkt habe, aber nicht wusste, wovon das kommt. Okay. Aber hier haben wir... Das. Eine Lootbox. Ich glaube, da können wir irgendwie so Teile reintun, um Bauteile zu bekommen, oder? Der Kapselspender. Ja, der verarbeitet Konstrukthörner und Sonau-Energiesphäre zu Kapseln. Oh, ja, dann probieren wir es mal. Wo ist dieses Material? Ja, es ist hier mit drin, oder? Ja. So eine Energiesphäre. Ich nehme mal 5 mit. Und wirf die alle mal rein. Und dann? Hui. Oh. Flammenwerfer. Reisekochtopf. Yo.
Wie cool. Damit können wir so coole Sachen bauen. Aber da war noch was anderes, neben den Sonau-Energiesphären. Dieses andere Ding. Ja, hier. Kriegerkonstruktoren. Was passiert, wenn ich die da rein tue? Geht das überhaupt? Ja. Geht alles? Aber das ist weniger. Aber trotzdem was gut. Was Gutes. So. Eine Axt nehmen. Und die Pfeile mitnehmen. Wie cool, dass man immer wieder was bauen muss. Um weiterzukommen. Warte, ein Krog? Oh, wieder mit einem richtig großen Rucksack. Oh, nee, nicht schon wieder vom Freund getrennt. Wie geht das? Ich kann den Krog nicht irgendwie hochheben. Kann ich dich von hinten schubsen oder so? Ah! Ach so! Wie gut, dass ich den Krog gespeichert habe. Jetzt weiß ich, wie das geht. Man muss hier so eine Platte nehmen. Mit! Einer Lore, glaube ich. Oder? Oder nur eine Lore? Wozu sind dann die Platten hier? Ah, ich weiß jetzt, warum. Wahrscheinlich, um so eine Art Treppe für den Krog zu bauen. Oder? Hier, ich nehme jetzt dieses Teil. So? Nee, ich muss das biegen. Ah, so, drehen. Ah, so klappt das. Okay. Und dann? Nein, nicht so. Ah, dieses Teil ist wahrscheinlich dumm. Das muss weg. Vielleicht das hier noch hin? Für Gleichgewicht? Nein, das soll nicht am Boden schleifen. Ach, anders klappt's nicht, oder? Einfach irgendwie so. Ein Flügel. Und dieses Teil ist auch nicht so gut. Ah. Warum dreht es sich so heftig? Dreh dich doch normal. Ach, egal. Einfach so. Nee, dieses Teil ist viel zu groß. Oh, was wird das hier? Ich drehe das mal. Und mache dieses Ding ab. Und drehe das. Dass dieser kleine nervige Krog endlich da drauf kann. Was ist das? Und ich fand eben noch toll, dass das alles nicht perfekt drauf geklebt werden kann. Irgendwie so. Oh, das ist so dumm. Nein, nicht werfen. Ah, na endlich. Endlich sieht das mal gut aus. Okay, das Ding ein bisschen hier hinschieben. Krog, komm jetzt mit. Nee, ich kann ihn nicht hochheben, ich muss ihn schlagen. Ja. Okay, dann vorsichtig. Irgendwie cool. Nein, nein! Oh, nicht runterfallen. Ui. Oh, nein, nein, nein. Oh, wie soll das klappen? Komm schon! Geh da einfach drauf!
Nein. Nicht runterfallen. Ich hätte nicht gedacht, dass Grog-Rätsel nerviger sein können als ein BOTW, aber... Es ist nicht weiter schlimm. Nein. Es ist schlimm. Oh, hallo. Ja, nein. Warte. Das geht? Ich kann ihn einfach hier reintun. Als ob. Ja, moin. Die ganze Arbeit umsonst. Weg damit. Und weg damit. Ah. Ja, natürlich. Aber ich kann das mit Grog nicht hochheben. Dann brauche ich eine Turbine. Habe ich da hinten noch eine? Ja, da ist noch eine. Obwohl ich die anderen zwei oder drei Fähigkeiten noch nicht kenne, finde ich, dass ich die jetzt schon besser finde als im BOTW. Man ist so kreativ mit den Fähigkeiten, man kann alles machen. Und so, wie man die Sachen machen möchte. Siehst du? Seht ihr? Die Sachen kreativ machen. Zum Beispiel einfach eine Turbine am Grog dran machen. Lieber hinten dran. So. Okay, los geht's. Endlich! Wir sind da. Grog, kannst rauskommen. Grog, komm raus! Komm raus! Oh, ich dachte schon. Nein, 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 nein. Du kommst jetzt schön raus. Wie cool. Mit der Kraft der Macht. Hey, werter Grog-Freund. Guck mal, was ich hier hab. Ist doch schön, oder? Zwei Grog-Samen! Oha, Doppel-Grog-Samen! Ja, tschüss. Süß. Cool. Aber ist ja klar, es sind ja zwei Grogs. Eine Kiste, Kiste, Kiste. Sonanium. Was ist hier in den Krügen? Okay, okay, okay. Warte, mir fällt gerade ein. Ich bin ja hierhin gefahren. Aber. Ich drehe das mal. Aber da hinten auf der anderen Seite, da war noch so ein Tor. So eine Art Höhle. Was ist da? Das sind zwei Höhlen. Ah nee, das ist keine Höhle. Da geht's irgendwie da nach oben zum Schneeberg. Aber hier geht's rein. Mit Deckensprung wäre das einfach, aber... Naja. Entdeckt. Grubenhöhle. Die Höhle sieht so... fast genauso aus wie die aus dem Gameplay. Aber ist sie doch nicht, oder doch? Hm, keine Ahnung. Chili! Chili! Chili und ein Kochtopf. Ja, da kann ich schon mal für das kalte Gebiet... Essen machen. Aber was ist erstmal hier drin? Jo, wie viele Leuchtsamen. Riesenleuchtsame. Nochmal. Jo, das Leuchtsamenparadies. Cool. Und noch ein Rhodonit. Ja, dann koche ich mal. Hier, die drei Chilis. Und das war's auch schon. Sehr schön. Was ist da hinten? Geht's da schon hoch zum Schneeberg?
Ich höre wieder so ein Geräusch. Ist das dann wieder so ein Schrein hier? Wieder das Geräusch. Oder ist das der Tempel der Zeit, der hier ein Geräusch macht, weil es abends ist? Ist das Ende? Hier ist wirklich das Ende. Ah nee, da oben geht's hoch. Und hier sind wir schon. Und was alles im Schneegebiet passiert, seht ihr in der nächsten Folge.